Also wesentlicher Bestandteil einer Programmiersprache oder einer imperativen Programmiersprache sind Variablen. Und eine Variable kann halt verschiedene Werte annehmen. Ja? Das ist quasi das, was Sie aus der Mathematik her zum Beispiel kennen, ja? Dass Sie Variablen in Formeln benutzt haben, die einfach verschiedene Werte annehmen können. Und im Prinzip funktioniert das in dem Computerprogramm genauso. Sie haben Eingabewerte, die in Variablen gespeichert werden, ja? Und diese Eingabewerte können Sie in diesen Variablen verändern. Okay, jetzt ist es allerdings so, während in zum Beispiel einer mathematischen Formel häufig eine Variable nicht so genau spezifiziert wird, also ob da jetzt eine ganze Zahl rauskommt, ob Sie eine Addition machen, ja, also Sie möchten zwei Zahlen addieren, x und y, ja, dann ist x Element und y Element, was nimmt man da in der Regel? R, genau. R sind was? Ja. Und die schließen ein, zum Beispiel, die natürlichen Zahlen. Ne? So, das heißt also, ich brauche jetzt gar nicht so genau zu wissen, ob jetzt x und y zum Beispiel ganzzahlig sind, ja? Sondern ich kann einfach sagen, x Element R, y Element R, und dann möchte ich eine Funktion abbilden von R nach R und die soll halt dann halt eben berechnen x plus y. So. Ja. Und diese Funktion ist halt dann eine Abbildung von R Quadrat nach R, ja, und speichert halt den Wert dieser Variablen. Ja, in einer neuen Variablen z zum Beispiel, und die hat dann auch einen gewissen Wertebereich. Und was hier beim mathematischen Konzept so ist, dadurch, dass ich R genommen habe, habe ich jetzt schon fast, bis auf die komplexen Zahlen, alle möglichen Zahlen. So eine Sache gibt es halt im Computer nicht, da muss es schon ein bisschen spezieller werden. Okay? Aber im Prinzip habe ich hier auch den einen gewissen Typ zugewiesen. Okay, im Computer kann ich also nur mit Zahlen arbeiten, das wissen wir ja. Ein Computer kann nur welche Zahlen? 1 und 0. Okay, und dementsprechend sind auch Variablen, irgendwie werden die durch eine Folge von 1 und 0 beschrieben. Prinzipiell sind es also Zahlen und Zeichen, die ich speichern kann, und diese Zahlen und Zeichen werden durch Ausdrücke verändert. Eine Variable oder auch eine Konstante. Wo könnte der Unterschied sein zwischen Variable und Konstante? Rein intuitiv. Eine Konstante kann ihren Wert nicht ändern und eine Variable ist halt im Wert veränderbar. Aber beide haben gewisse Eigenschaften, die wir uns näher angucken wollen. Sie besitzen einen Namen, also jede Variable in einem Computerprogramm muss einen Namen besitzen. Sie besitzen einen Typ und das ist ganz wichtig. Also es gibt, jede Variable hat einen Variabeltyp, ähnlich wie wir das hier haben, auch x ist eine Variable und die ist Element R. Ja? Und genauso hat halt auch jede Variable einen gewissen Typ und jede Variable oder Konstante hat einen Wert. Im Prinzip haben wir ja gesagt, imperative Programmiersprachen beschäftigen sich mit passiven Objekten. Ja? Und passive Objekte waren genau Variablen und Konstanten. Jetzt formulieren wir das etwas genauer. Es gibt nämlich primitive Objekte und erweiterte Objekte. Okay, das erste ist das primitive Objekt und besteht aus einem Bezeichner und einem festen Wert. Okay? Und das einfachste primitive Objekt, was Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber was schon ein primitives Objekt ist, ist einfach eine Zahl. Also zum Beispiel 3. Ja, plus 4, und das soll Summe sein. Okay,
dann ist 3 eine Konstante. Nämlich eine Konstante, die einem gewissen Bitmuster entspricht. Ja? Das Bitmuster für 3 sähe zum Beispiel so aus. Während das für 4 so aussieht. Okay? Also, das ist im einfachsten Fall auch schon eine Konstante. Sie hätten jetzt wahrscheinlich, wenn ich Sie vorher gefragt hätte, hätten Sie an Konstante gedacht, dass man da irgendwie so ähnlich wie bei einer Variable einen Namen angeben muss, also explizit angeben muss. Zum Beispiel Radius oder so. Ja? Aber eine Konstante kann halt auch sein, einfach eine Zahl. Auch das ist schon eine Konstante. Eine Konstante kann aber auch sein, dass ich mir hier irgendwas hinschreibe. Also zum Beispiel hinschreibe Pi oder so. Ja? Das ist mit Sicherheit irgendwie sinnvoll, das als Konstante zu definieren. Okay? Weil Pi kann seinen Wert ja nicht ändern. Pi ist immer konstant. Okay, und genauso wollen wir ja das immer, wenn die Zahl 3 zum Beispiel verwendet wird, oder die Konstante, das primitive Objekt, eben genau dieses Bitmuster verwendet wird. Und somit hat quasi jedes primitive Objekt, wie hier zum Beispiel die Zahl 3 und 4, eine Bezeichnung und einen Wert. Ja? Und das Ganze muss man sich halt immer so vorstellen, das ist jetzt halt wichtig, wenn wir halt so über Variablen und Typen und sowas reden, ja, müssen Sie immer im Hinterkopf behalten, dass das ja irgendwo gespeichert werden muss. Und der Computer hat ja nun mal leider keinen Zettel, auf den er irgendwie eine 3 und eine 4 schreiben kann, sondern er kann ja nur Nullen und Einsen abspeichern, und zwar wo? In seinem Arbeitsspeicher. Ja? Und das ist halt hier dargestellt. Ja? Also ein Objekt, oder als Objekt bezeichnet man allgemein einen Ort und dessen Wert. Ja? Also hier haben wir jetzt das Beispiel, diese Bezeichnung 4, hat das Bitmuster 00000100. Und das wird halt eben an diese Adresse 102 in diesem Speicher abgelegt. Okay? Und Speicher kann man sich vorstellen, das ist jetzt auch wieder so umgangssprachlich, ja, einfach wie einen riesigen Karteikasten. Ja, und anstatt an den Karteikasten ranzuschreiben A bis E oder sowas, ja, schreibe ich halt einfach Zahlen dran. Okay? Und jetzt lege ich quasi in den Karteikasten mit der Nummer 102 diesen Wert rein. So kann man sich das also vereinfacht vorstellen. Okay, dann gibt es die erweiterten. Und ein erweitertes Objekt versteht man einen logischen Speicherplatz mit dessen Wert. Ja? Das heißt, wenn ich also eine Variable, haben wir heute Morgen schon mal gesehen, wird irgendwie so angelegt, int i, ja, oder ich schreibe mal j oder so, int j, ja, und in dem Moment wird halt eben Speicherplatz angelegt an einer gewissen Adresse, okay, und man unterscheidet in dem Computer logischen Speicherplatz und physischen Speicherplatz. Ja. Logischer heißt, es ist quasi eine Abstrahierung für den Programmierer. Ja. Bei unserem Karteispiel würde das bedeuten, es gibt einmal diese Information, dass das in der Schachtel 1002 liegt. Ja. Oder ich könnte sagen, es liegt 3 Schritte durch den Raum nach rechts, dann gehst du 4 Schritte nach links, dann nochmal 5 Schritte und dann misst du 5 cm vom linken Rand ab, dann 3 cm hoch und da ist dann genau die Schublade, wo die 1002 liegt. Ja? Verstehen Sie? Es gibt halt einen Unterschied zwischen einer physischen Angabe und einer abstrakten Beschreibung oder eines logischen Speicherplatzes. Also physisch zum Beispiel wäre auch, was man als übertragenes Beispiel nehmen könnte, wäre eine Adresse. Ihre Hausadresse
die hat halt eine logische Adresse, also was weiß ich, Hauptstraße 1, ja. Und physisch hat die aber irgendeine Geoposition, an der die genau steht. Im Prinzip besteht so eine Variable aus einem symbolischen Bezeichner, und symbolischen Bezeichner ist ein anderes Wort für Name, einem Ort, an dem sie liegt, und einem Wert, der in ihr gespeichert wird. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, da haben wir hier also jetzt das Beispiel. Ergebnis ist gleich 3,14 mal Radius mal Radius. Und in diesem einfachen Beispiel haben wir jetzt zwei Variablen und eine Konstante. Und intuitiv ist uns klar, dass der Radius wahrscheinlich variabel sein sollte. Das Ergebnis muss variabel sein und die Konstante ist 3,14. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Welchen dieser beiden Werte könnte ich auch als Konstante formulieren? Ergebnis oder Radius? Also ich schreibe ja mit dieser Gleichung diese Berechnung 3,14 mal Radius in Ergebnis rein. Wenn Ergebnis konstant wäre, dann könnte ich das nicht ändern durch eine Zuweisung. Okay? Das ist der Unterschied zwischen einer Variablen und einer Konstanten. Und deswegen kann Ergebnis oder muss Ergebnis eine Variable sein. Das kann keine Konstante sein, sonst könnte ich da nichts reinschreiben. Okay? Gut. Variablen und Konstanten haben immer einen Typ. Dann haben wir gesehen, Variablen benötigen auf jeden Fall Namen. Und für die Benennung von Variablen gibt es gewisse Regeln, also so ein kleines Regelwerk, ja? Und das erste, also es gibt fünf Bedingungen, die Namen erfüllen müssen. Namen setzen sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen. Und was ich zusätzlich noch verwenden kann, ist halt eben der Unterstrich in Namen. Das ist jetzt C-spezifisch. Das kann in anderen Programmiersprachen anders sein. Okay? Namen müssen mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen. Wobei es so ist, dass Sie nicht unbedingt den Unterstrich verwenden sollen, weil der in der Regel interne Systemfunktionen kennzeichnet. Ja? Wichtig ist noch, es werden Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Das führt ganz häufig, das werden Sie noch feststellen, wenn Sie selber programmieren, zu Fehlern in Ihrem Programm. Ja? Sie schreiben irgendwie oben hin sowas, int x, ich mache es jetzt mal bewusst so, damit man es leichter sieht. Und wenn Sie dann unten arbeiten, drücken Sie aus Versehen die Umschalttaste und schreiben da ein großes x hin, ja, und wollen dann sowas machen. Und ständig meckert der Compiler und sagt, x ist nicht bekannt. Ja. Und Sie denken, das gibt es doch gar nicht. Ich habe doch hier eine Zeile oben drüber, steht doch int x. Ja. Nur ist das halt ein Unterschied. Das ist ein großes x und das ist ein kleines x. Und das ist für ihn sind das zwei verschiedene Sachen. Ja. Also es ist case-sensitive, ist der Fachausdruck dafür. In C gibt es keine Längenbegrenzung für Namen. Ja. Das ist so, im ANSI-Standard werden 31 Zeichen unterschieden und ab da nicht mehr. Ja? Oder nicht, müssen nicht mehr unterschieden werden. Wenn Sie einen Compiler bauen, der nach dem ANSI-Standard arbeitet, dann muss er 31 Zeichen unterscheiden und was danach kommt, muss er nicht mehr unterscheiden. Aber also 31 Zeichen sind schon verdammt viel. Also es wäre schon da geholfen, wenn nicht unbedingt jede ihrer Variablen i, j, x, Test 1, Test 2 heißt, dann ist schon viel geholfen. Ja? Und das steht jetzt nicht auf dieser Folie, aber das ist so eine Anmerkung von mir. Verwenden Sie wirklich sprechende Variabelnamen. Also wenn Sie einen Radius verwenden, verwenden Sie nicht R, sondern verwenden Sie Radius. Oder wenn Sie ein Ergebnis haben, dann schreiben Sie als Variabelname Ergebnis hin und nicht nur E oder A oder B oder sowas, ja? Weil das halt einfach schwieriger zu verstehen ist, ja? Gut, jetzt ist es aber auch so, wenn ich zum Beispiel, stellen Sie sich vor, ich schreibe jetzt ein Programm zur Verwaltung von Kfz, ja? Und was wäre dann zum Beispiel ein guter Name für eine Variable? Auto, oder? Also Auto, das wird ja dann genau beschreiben, was das ist, ja.
Dummerweise geht das aber leider nicht, weil es gibt gewisse Schlüsselwörter, die darf ich einfach nicht verwenden in meinen Namen. Okay? Und diese Schlüsselwörter habe ich hier aufgelistet und in der Regel hat man da auch kein Problem. Gut, mit Auto hätte man vielleicht im Deutschen jetzt ein Problem, wenn man vielleicht ein Kfz beschreiben will und denkt sich, oh, das nenne ich einfach Auto. Ja? Das würde halt nicht funktionieren. Aber alle anderen Sachen, denke ich, sind in der Regel so, dass keiner auf den Namen, auf die Idee kommt, seine Variable GoTo zu nennen. Ja? Oder eine Variable zu nennen Return. Ja? Okay. Hier habe ich dann nochmal so ein paar Beispiele aufgelistet für richtig und falsche Benamung. Also die ersten sind halt eben richtig, im Kleinbuchstabe kann ich machen, nur einer. Ich kann eine Zahl und einen Buchstaben kombinieren, ich kann Unterstriche verwenden, ich kann völlig sinnlos zusammengewürfelte Buchstaben nehmen, auch das geht. Ich kann Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, ja. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das T klein mache, wäre das eine andere Variable, ja. Falsch wären dann zum Beispiel hier sowas, dass ich 6Z schreibe, das würde nämlich widersprechen. Namen müssen immer mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen. Hier in diesem Namen habe ich halt eben den Paragraphen verwendet als Sonderzeichen, das darf ich auch nicht. Und Auto darf ich halt eben auch nicht verwenden. Okay, soweit zu den Variablen und den Konstanten.